Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. So, wir haben im letzten Part die Karawane losgeschickt und ja, wir wollen bald was handeln. Die sind schon unterwegs, die werden noch am selben Tag wieder zurückkommen, aber es geht hier eigentlich hauptsächlich darum, dass die hier handeln. Und die haben ja uns ein Angebot gemacht, hier, schauen wir mal uns das nochmal an. Knapp 3000 für Protective Gear. Ich habe denen jetzt mal 2 mitgegeben, weil ich jetzt nicht mehr hundertprozentig wusste, wie genau das bei denen jetzt hier abläuft. Risiko eines Zusammenbruchs schwer, O'Connell. Warum? Bedürfnis? Stimmung, er war Kannibal war. Es war im letzten Part etwas ungünstig gelaufen, sage ich jetzt mal, was die Nahrungsmittelorganisation und Management ging. Da waren einige etwas ungeduldig und haben gemeint, oh, wir haben ja letztens Leute, die beim Raid da waren, geschlachtet. Ob da noch was übrig geht, ist, ne? So einen knusprigen Streifen Leber, who knows, ne? Na gut, schauen wir mal an. Sie sind angekommen. So. Dann, erfülle Handelsangebot. Jo, machen wir mal. Also nur eins. Mhm. Dann handeln wir das Ganze mal. Wir haben auf jeden Fall einiges an Silber da. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas zusammengedeichselt bekommen. Verbesserter bionischer Kiefer. Mir wäre ein verbesserter bionischer Implantateinsatz für meinen Schädel besser. Tactical Vest, Shavik. Jetzt können wir mal kurz Werte vergleichen. Die hat Stich 45 und Schmetter 21. Stich 45 und Schmetter. Und hat auch, also Tactical Gear, also die Protective Gear ist deutlich besser als die Tactical Vest. Okay. Protective Gear. Hm. Okay, was können wir hier noch... Oh, die haben EMP-Granaten. Die sind wichtig. Die nehmen wir mit. Wir können auf jeden Fall das nicht transportieren. Das heißt, wir müssen das Zeug loswerden. Tactical Helmet. Energierüstung, Helm normal. Smart Pistols sind auch geil. Wollen wir haben. Wir verkaufen erstmal unseren Schamotz. Die denken auch, das ist Schmotz, aber gut. Hauptsache, es ist weg. Ja, hier, das kann auch weiter. Der Kurzbogen hier und das ganze Gedöns kann weiter. Throwing Axe ebenfalls. Der Kraftstoff, den finden sie mäßig interessant. Das Menschenfleisch verkaufen sie sogar auch. Wow, die sind verzweifelt. Wir könnten auf jeden Fall damit mal schon ein bisschen was von unseren Verlusten einholen. Medizin. Ne, brauchen wir jetzt nicht. HE-Granat. Blastahl wäre schön. Aber das werden wir bald später selber machen. Ein okkultes Grimoire. Holz, das haben wir selber. EMP-Granaten will ich haben. Schutzweste. Ne, wir werden bald selber Tactical Westen so einen ganzen Stuff bauen. Haben wir hier noch irgendetwas Interessantes? Ja, Teleskop und Gedöns, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ein Teleskop für einen Amateurastronomen. Für bestimmte Arten von Personen ist es ein entspannendes Hobby, mit dem sie Spaß haben. Aha. Sehr nett formuliert. Okay, gibt es sonst noch irgendetwas von Interesse? Wir haben einen... Ja, die Smart Pistol wäre interessant. Die erhöht die Präzision. Ansonsten. Naja. Ansonsten haben die hier eigentlich nichts Interessantes für uns. Wir könnten hier noch eine Protective Gear loswerden, aber ich bin ja ein bisschen verführt, die selber dazu verwenden, weil wir brauchen die tatsächlich. Also, wir haben ja kein Problem damit, wenn die ein bisschen, wenn wir von dem Geld, was wir gewonnen haben, ein bisschen was ausgeben. An demselben Ort, ne? Ansonsten glaube ich nicht, dass unbedingt nötig wird. Ein Schildgürtel überlegen ist natürlich Hammer, aber mit 2100 ist das nichts, was wir uns leisten können. Tactical Helmet schlecht. Ja. Ja, gut, wir nehmen das mal. Wir nehmen das an. So. Und ihr geht wieder zurück in die Berge des Wahnsinns. So. Wir haben einiges an Silber bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, O'Connell, was ist du? Du hast nichts zu tun. Das halte ich für schlecht. Du bist jetzt auch über deinen Kannibalismus hinweg.
Wir machen mal ein paar Protective Gears. Machen wir erstmal zwei. Wer ist denn ein guter Handwerker? Handwerk 9. 9. 6. Handwerk 11 Player. Wäre gut, wenn das könnte. Player ist immer noch unser Bester. Gut, Player macht das Ganze. Was tust du gerade? Schlafen mit deiner Geliebten. Kannst du jetzt mal unterbrechen. Du fangst jetzt mit dem Protective Gear an, nur damit die Markierung mal auf dem Protective Gear schon mal auf dich liegt. Dann ist das Ganze nur halb so schlimm. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile wieder Stahl mehr als genug. Bauteile kommen auch bald mehr. Bald noch ein rechter Nachschub. Ist auch sehr gut. Mhm. So. Auch Nahrungsmittel sehen halbwegs in Ordnung jetzt aus. Also, es hätte schlimmer sein können, ne? Zusammenbruch, Risiko schwer. Warum? Bedürfnis, gestörter Schlaf. Fühle mich nicht gut, wurde beleidigt. Das kann man nichts machen. Ja gut, wir brauchen halt einfach mal für jeden noch so einen eigenen Räumchen, ne? Kriegt aber noch nicht jeder. Das ist die Krux dabei. Befehle. Hier machen wir auch ein 10x10 mal draus. So. Da müssen wir ja sowieso die ganze Wohnung ein bisschen erweitern. Der Berg wird langsam ausgehöhlt und strukturiert. So wie wir Menschen das haben wollen. Nach unserem Schönheitsideal. Hm. Na kommt schon, ihr seid doch gleich da. Mhm. Zusammenbruchrisiko. Fressattacke. Das ist auch in Ordnung. Dürfte jetzt nur halb das Problem sein. Haben einiges da. Hm. Wie, ihr macht's Pause bevor der Abend. We'll never run out of fuel. Okay. Die machen Pause. Nur ein paar Minuten. Ein paar Stunden vor der Siedlung machen die Pause für den Tag. Oder in dem Fall für die Nacht. Mensch, Myers. Ihr seid manchmal doof. Okay, und Tildermann hat jetzt auch angefangen, sein eigenes Skulptürchen zu bauen. Hm. Was machen die gerade? Helligkeitspflicht pausiert. Tatsache, die machen... Martin aufgehört, sich wie ein Schwein vorzustopfen. Ist auch gut. Wenigstens etwas. Ja, Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall etwas Holz. Das darf ruhig ein bisschen mehr her. Dann gehen wir mal schon den Auftrag raus. Was machst du gerade? Du holst noch mehrere Stor. Auch nett. Wir müssten mal so Trageroboter forschen, falls es die gibt. Ich meine, ich habe da was gelesen. But who knows? Ne? Exoframe? Ne, das ist jetzt nicht das Relevante hier. Ne, hier steht nichts von Robotern. Ist auch in Ordnung. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr wieder unterwegs? Ja. Wie gesagt, ein paar Stunden vom Ziel. Es ist immer wieder, naja, egal. Aber wir sollten häufiger so eine Karawane machen. Unser Nachbardorf, das ist doch vom Vorteil, wenn die halt so nah beieinander sind. Wenn man einfach mal so einen Tag hin und einen Tag wieder zurück kann. Jo. Also wobei hier wahrscheinlich mit 0,4... Was hat sich wahrscheinlich... mit 0,4 meinen sie wahrscheinlich 24 Stunden. So, das sind wieder daheim. So. Sehr fein. Wir sind wieder vereint miteinander. Wir haben einen Haufen Gage mitgebracht. Okay, wer kann das Protective Gear brauchen? Wer braucht Protective Gear? Eigentlich jemand, der eine starke Waffe hat und eine hohe Fähigkeit, Bedürfnisse. Sie haben Spirit Gear hat Flitterwochen. Okay, passt. Inventory.
Sis hätte was verdient in der Richtung. Burax hat bereits noch. Player ist wichtig. Super eine Waffe. Und ein Repetiergewehr. Das ist eine gut fragwürdig, ne? Ich glaube, ich geb's mal Little Sis. Leert Inventar das Tool mal. Entfernt Dreck. Nee, Little Sis, du machst mal folgendes. Du ziehst dir mal das Protective Gear an. Ihr könnt ja mal entscheiden, wer das nächste Protective Gear, die nächsten Protective Gears bekommen soll. Und du upgradest mal von deinem Repetierer. Moment, wir schauen erstmal, ob das ein Upgrade ist. Genauigkeit 75, 95, 95, 90. 75, 95, 90. Nicht wirklich. Also es ist eine Mittelstreckenverbesserung. Wie viel Schaden? 9. 9. 18. Doppelte. Okay, du behältst die Waffe. Was aber gemacht wird, ist einer von unseren Pistol-Swingern hier herum. Oder mit wie viel Schaden macht dein Bow? 18. Möchte man auch nicht glauben. Der Knüppel, du bist ein Nahkämpfer. Deine leichte Maschinenpistole. Schaden pro Salve. Also pro der kompletten Salve. Du holst dir mal... Feuermann, du holst dir mal die Smart Gun. Halte ich für besser. Währenddessen er sich hier die leichte Maschinenpistole holt. Ein Großhändler. Sehr fein. Kriegen wir auch Besuch. Okay, sehr fein, sehr fein, sehr fein, sehr fein. So mag ich das. Schön, wenn's läuft, ne? Wer geht denn hin? Wer ist unser sozial Bester? Müsste Tumlu sein. Gut, dann kriegt's halt Tumlu den Auftrag. Zusammenbruch. Feuerteufel. Wer? Martin. Gut, dass es gerade regnet. Okay, Tumlu, ich weiß, es ist gerade Tag und du bist darauf nicht gerade begeistert. Ihr seid ein Großhändler und habt keinen Händler dabei. What? Ernsthaft? Haben alle schwere Waffen? Aber keiner davon ist der Händler. What? Wie sollen wir mit euch handeln? Okay, wir haben... Vergessen wir es. Nehmen wir stark an, da ist irgendwie so ein Bug oder irgendwas. Vielleicht mosert einer meiner Mods damit rein. Wer weiß. Hm? Kritischer Alarm, Feuer. Wo? Es regnet. Naja. Gut, auf jeden Fall, damit ist das auf jeden Fall abgehackt. Schade, wir geben uns gerade wertvolle Ressourcen flöten, ne? Schade, schade, Marmelade. Player, wie geht's dir eigentlich? Bist ein bisschen hungrig, aber das ist okay. Was haben wir hier? Mögliches Banditenlager. Ihr könnt mich mal. Ihr könnt mich mal, kreuzweise. Nicht ohne, dass jeder mindestens eine Tactical Vest hat. Vorher gehen wir da nicht hin. Tactical Vest und einen guten Helm. Ich muss mal unbedingt nach einem Mod suchen, der die Helme ausschaltet. Also nicht, also optisch ausschaltet. Dass sie zwar Helme tragen, aber man sie nicht sieht. Weil ich finde das manchmal doch sehr nervig, wenn dann wir eigentlich... Das Einzige, was wirklich charakterisierend ist, ist die Köpfe. Und naja... Wenn sie alle dieselbe Rüstung tragen, vielleicht mit einer unterschiedlichen, leicht unterschiedlichen Farbe, das ist ein bisschen schade. Ein Arbeitsrausch. O'Connell. Sehr schön. Wir haben wirklich keinen Händler dabei. Bisschen doof von euch, würde ich mal behaupten. Ne? Ne? Naja. Jeder vergisst mal irgendetwas Essentielles und dann bin es mal ich nicht. Ne? Okay. Ich würde sagen, nachdem ihr gewollt habt, dass ich das Zimmer mal bekomme,
Riecht mal Korax, der Verräter, das. Mit Fee. Im selben Bett. Seid ihr wahnsinnig? Oh Mann. Who knows? Will gar nicht wissen, was da dabei alles passiert. Warum hat Tindermann noch. Tildemar? Ich sag immer Tindemann. Ich glaube, ich komme von Lindemann, von Sänger von Rammstein, logisch. Dass ich das sage. Merkt ihr das, Korax? So alt bist du noch nicht. Okay, dann machen wir hier noch eine Kommode hin. Leitung müssen wir auch mal verlegen. Strom und so weiter. Strom ist schön. Sollten wir überall haben. Halte ich für eine gute Idee. Kopie bauen. Hier hin. Dann Strukturen. Glätten der Wände wäre toll und super. Dann brauchen wir natürlich den entsprechenden Granitboden. Passt. Was ist das hier? Eine Coal Deposit. Dann machen wir auch noch Folgendes. Wir geben hier allgemein ein bisschen Grabebefehle. Wir machen jetzt den Gang hier komplett fertig und frei. So, was wir auch machen könnten, ist, wenn wir schon gerade dabei sind, Granitfliesen hier überall zu verbreiten. Da machen wir es gleich gescheit. Arbeitsrausch. Spirit, das ist schön. Das ist sehr gut. Und wie ist das Bett? Meisterlich. Perfekt. Gut, wer kriegt das Bett? Ich würde mal sagen, Feuerwehrmann hat, glaube ich, noch kein eigenes Bett, ne? Feuerwehrmann. Wer mag einen Feuerwehrmann? Vielleicht können wir da irgendwie eine Beziehung provozieren. Tildemar. Ist Tildemar eigentlich männlich oder weiblich? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Was bist du? Als was identifizierst du dich? Weiblich. Wir könnten eine Beziehung zwischen Tildemar oder nee, Saski in dem Fall. No, Moment, nee, nee. Doch, Tildemar auch. Moment, sozial. Tumlu-Mager. Wir könnten aber auch eine Beziehung zwischen Tildemar und Tumlu provozieren. Weil sie hatten einen Crush on Tumlu. Könnten wir machen. Was heißt, wir machen jetzt mal ein bisschen Parshipping hier. Tildemar, wo haben wir es denn? Das ist Tildemar, da haben wir es ja. Ich sage jetzt den Namen, damit ich es mir endlich merke. Und Tumlu. Euch gehört dieses Bett. Mal schauen, ob sie hier. Ob sie tatsächlich irgendwas geschippt bekommen. Bin ja neugierig. So, dann haben wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt insgesamt 2, 4, 6, 8 Betten. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Das heißt, wir brauchen noch 4 Betten, also 2 Räume. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja? So. Wir sollten hier auch den Raum mal bald abschließen, weil sonst kühlen wir da uns nur zu Tode und verbrauchen nur einfach unnötig Strom. Dann machen wir das auch gleich mal. Nein! Heresie! Heresie! Ich sehe, nein! Ich sehe schlecht. Ja, das auch vielleicht, aber. Scheiße. Entschuldigung, aber scheiße. Nö. Okay, dann machen wir so ein Holzstrukturgedöns drumherum. Aus Holz. Damit das Ganze hier ein bisschen, wir drainen das Ganze, das wird dann einfach trocken gelegt. Wir forschen das eh bald. Naja. So, was hier auch noch machen müssen. Moment, dann machen wir eine Granitwand. Genau. Und hier, das reißen wir auch mit ab. Das muss dann. Warte. Truthahn 4 ist an Nahrungsmittelmangel gestorben. Oh, ich habe jetzt für eine Sekunde einen Schlaganfall bekommen. So ein Herzkranzkadar.
dachte jetzt, einer von unseren Leuten ist gestorben, weil er irgendeinen Blödsinn gemacht hat. Okay, nur halb so schlimm. Okay, ein Truthahn ist gestorben. Gut, wir geben mal die Tiere wieder unbegrenzt Raum. Ist das Amanda gewesen, das gestorben ist? Ja. Scheiße. Sind die schläft? Ruht sie aus, sind alle nicht trächtig. Nein, sind zu jung. Wir müssen wieder ein Mandal fangen. Okay, dann holen wir uns aber dennoch schon mal Nahrung hier. Was doch so alles kriecht und fleucht. Das soll unser Untertan sein. Was nicht männlich ist. Sexistenschwein! Ja, wir brauchen eine ganz bestimmtliche männliche Rasse. Ne? Dann auch noch Rassist! Naja. Okay, haben wir hier sonst noch was? Ja, hier. Der Rest darf alle sterben. Du darfst sterben für unsere Mahlzeit. Ihr dürft sterben für unsere Mahlzeit. Ihr dürft sterben für unsere Mahlzeit. Rotfuchs rächt sich. An Player wahrscheinlich. Player hat nicht so viel Schiss. Nee, Tildemann hat Schiss. Hier. Beschieß doch einfach. Du hast eine MG in der Hand. Und triffst nix. Der Fuchs ist direkt vor deiner Nase. Ah. Wenigstens hast du eine gescheite Rüstung angehabt. Hat die was gebracht? Nicht wirklich. Wenigstens nur Kratzverletzungen. Na gut. Wie das Ganze hier aber weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.